Nicole. 25 Jahre alt. Hallo. Hallo, grüß ja. dich. Nicole, bist du eine Fremdgeherin? Ja. Aha. Auch. Ganz kräftig. Eine ganz kräftige sogar. Eine ganz kräftige sogar. Wir müssen die Fakten klären. Die Grundfakten. Du hast einen Freund? Ja. Wie lange schon? 5,5 Jahre. 5,5 Jahre? Ja. Und seit wann gehst du fremd? 3,5 Jahre. 3,5 Jahre schon. Weiß er davon? Ja. Von Anfang an? Ja. Erzähl mal, wie ist es dazu gekommen? War eigentlich ganz putzig, weil ich bin damals mit meinem Chef ins Bett gestiegen und er stand halt einfach in der Tür drin. Also, du bist mit deinem Chef ins Bett gestiegen? Ja. Macht ja auch nicht jeder. Oh nee, das ist so ein Schnuppeliger. Und ich meine, überleg mal, ich bin 25 und erstmal gerade 34, also von daher passt das schon. Liegt es nahe, meinst du? So, und wie kam es jetzt, dass dein Freund in der Tür stand? Wo passiert? Er hat seine Nachtschicht früher beendet. Bitte? Er hatte seine Nachtschicht früher beendet. Ach so, und der Chef war bei dir zu Hause, bei euch zu Hause? Ja. Mhm. So, direkt in Flagranti. Es stand ein Freund in der Tür, während du mit deinem schnuckeligen 34-jährigen Chef im Bett zugange warst. Und was passierte da? Jo, es hat ein bisschen geknallt und danach waren irgendwo die Linien irgendwo doch begrenzt geregelt. Was die ersten zwei Jahre. Das habe ich nicht verstanden. Was war begrenzt geregelt? So von wegen, also ich meine, also mein Schnuppel, den ich zu Hause habe, das ist, also Thorsten auf gut Deutsch gesagt, und er ist für mich alles irgendwo, aber er bringt es halt teilweise nicht so unbedingt und deswegen muss man halt dann auch eventuell mal ein bisschen umsatteln. Was? Moment. Ja, hammerhafte Sachen, was ich höre. Er bringt es. Komm. Nein, ich muss fragen. Er bringt es nicht so? Nee, nicht unbedingt. Was heißt das? Er ist im Bett nicht gut oder wie? Möchte ich jetzt nicht so direkt sagen. Aber erklär's mir doch, was du meinst mit er bringt es nicht so. Ich meine, bei Thorsten sind die Streicheleinheiten nicht so extrem wie zum Beispiel bei Mike. Mike ist dein Chef? Ja. Ja. Und wir kommen super gut miteinander aus. So, es ist mir aber immer noch nicht klar, nachdem Thorsten, dein Freund, euch erwischt hat, was ist danach passiert? Die nächste Zeit danach? Oh, die nächste Zeit danach war eigentlich ganz easy. Also wir haben also mittlerweile ganz entspannt danach miteinander gelebt, nachdem wir also erstmal das große Gewitter geklärt hatten und Thorsten war der Meinung, er müsste sich von Mike die Freundin schnallen. Auch so eine Kuddelmuddelgeschichte. Eine Kuddelmuddelgeschichte, genau. Also du hast ein Verhältnis mit deinem Chef Mike. Ja. Und dein Freund hat ein Verhältnis mit der Frau von deinem Chef. Genau. Man kann es ja kaum glauben. Ach nee, das musst du nicht so unbedingt sagen, weil wir haben 5 Hunde davon, ne? Also, was soll's. Wie bitte? Ihr habt 5 Hunde davon? Ja, hört sich so mäßig blöd an, das ist auch wirklich was zum Lachen, aber nicht unbedingt beziehungsträchtig diesbezüglich. Nein, also die Hunde sind dann halt irgendwie mal beim gemeinsamen Grillen, als wir dann alle oben auf dem Heuboden waren, zusammengekommen und da sind halt 5 Welpen bei rausgekommen. Ne? Ach so. Das heißt also, diese beiden Pärchen haben Kontakt miteinander und wissen das auch voneinander, dass es so kreuz und quer geht. Ja. Und es gibt... Das ist völlig in Ordnung. Ist völlig in Ordnung. Ja, es gibt keine Probleme, keine Eifersucht und... Doch, gelegentlich gibt es halt auch mal ein bisschen Knatsch von wegen, warum kosten die Suppe jetzt vom Mike? Du weißt doch ganz genau, was ich die nicht mag, bebe. Mhm. Klar, hast du auch in jeder Beziehung drin. Mhm. Nur, weißt du, ich meine... Liebst du denn deinen Freund Thorsten? Hä? Liebst du denn deinen Freund Thorsten? Natürlich liebe ich meinen Freund Thorsten. Mhm. Auf jeden Fall. Wir haben uns jetzt ein Haus gemeinsam gekauft und also ich liebe ihn auf jeden Fall. Weißt du, bei aller Leichtigkeit des Themas auch klingt es mir doch alles ein bisschen sehr oberflächlich. Ja, mal so und so. Kann man denn so? Lass mich erst mal sagen. Kann man so Liebe wirklich leben und die Qualität einer Liebe auch halten? Doch, ich denke mal schon. Mhm. Doch, auf jeden Fall. Also zum Beispiel die Wochenenden gehören absolut nur uns. Mhm. Das sind also unsere Wochenenden und damit ist gut. Aber nun bist du ja auch noch in einem Abhängigkeitsverhältnis von Mike, der dein Chef ist. Verkompliziert das Ganze denn nicht noch zusätzlich? Nee. Das nicht? Ich kriege genauso meine monatliche Abrechnung wie alle anderen auch. Mhm. Weiß man denn in der Firma, dass ihr beide was miteinander habt? Ja. Mhm. Ja, das weiß man. Das ist auch völlig in Ordnung, weil
ich meine, also wir haben damals, als ich bin eine gute Freundin von ihm gewesen und wir haben damals gemeinsam zusammen angefangen. Mhm. Und er hat von vornherein die Hosen angehabt und da gab es immer mal einen Kussi und einen Bussi und hast du nicht gesehen, ne? Mhm. Das war also nie irgendwo ein nennenswertes Thema halt, ne? Weißt du, warum ich gerade dich auch gefragt habe, ob du deinen Freund Thorsten wirklich liebst? Weil du diesen doch eigentlich despektierlichen Satz vorhin gesagt hast, der bringt's nicht immer so. Der bringt auch nicht. Sagt man das über jemanden, den man wirklich lieb hat? Wenn es denn so wäre, verzeiht man es ihm nicht und das sagt man das? Verzeiht man schon, aber man kann es trotz alledem sagen. Mhm. Ja, sagt das man. Das hat das eine mit dem Verzeihen und das andere mit dem Sagen zu tun. Na, ist es doch auch ein bisschen eine Beleidigung, wenn er das jetzt zum Beispiel jetzt hören würde hier heute Abend. Ich weiß nicht, ob er hört das heute Abend. Ist das nicht verletzend für ihn auch? Mich würde es verletzen. Nee, er weiß es doch. Mhm. Okay. Mike, bringst du auch nicht immer. Mhm. Das weiß er doch auch. Mhm. Ist doch kein Thema, wir reden doch darüber. Na gut, habt ihr beiden eigentlich auch ein Kind? Ist in der Beziehung ein Kind entstanden? Soll ich durchzählen? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wie 6? Ja, 6 Hundekinder. Nicht 6 ein Hundekinder. Einziges, ja. Richtiges gut. Kind. Den nein, Joke, aber es sind Hundekinder. Den Joke hatten wir ja schon mal. Also es gibt keine Kinder, ne? Nein. Okay, Nicole, dann macht mal so weiter, wenn ihr damit klarkommt. Alles Gute. Nur, als auf gut Deutsch gesagt, ich meine, man kann auch anders. Wie, man kann auch anders? Ja, man muss das nicht unbedingt irgendwie auf dieses obligatorische, beziehungsgeträchtige ziehen. Es geht auch anders. Das verstehe ich also nicht. Was meinst du damit? Was ich damit meine, ist von wegen, weißt du, wenn jemand irgendwo halt mal fremd geht, ne? Mhm. Kann ja immer mal passieren. Also, du siehst eine süße, ne, du nicht, mhm. aber irgendjemand sieht eine süße Maus und von der gefällt halt der Arsch ganz mhm. nett oder weiß der Geier was. Mhm. Und man hüpft halt drauf, ne? Und das, was mich so ein bisschen ärgert, ist halt einfach so, dass die Mädels und die Jungs halt in dem Moment dann so wahnsinnig aggressiv drauf reagieren. Mhm. Okay, dafür habt ihr jetzt eine andere Lösung für euch gefunden. Ne? Auf jeden Fall. Okay, auf Wiederhören. Ich meine, ich würde auch zickig reagieren, wenn ich die Alte nicht kennen würde, ne? Hundertprozentig. Okay, Nicole. Aber wir verabschieden uns jetzt mal. Alles Gute, Wiederhören, tschüss. Wiederhören.